das Buch ist vom Jakobus Langerhorst. Das gibt es nur noch über uns, also direkt bei uns zu bestellen, weil wir haben den Verleger, wie er seinen Verlag geschlossen hat, die Bücher, den Restbestand abgekauft und haben das jetzt bei uns noch den Rest aufgehoben. Und wenn jemand Interesse hat, dann kann er das bei uns beziehen, einen anrufen oder schreiben und das schicken wir dann per Post. Und es ist sehr gut geschrieben. Jakobus hat ganz viel über den Boden geschrieben, über das Kompostieren, wie das alles gemacht wird, auch über Mischkultur. Und die zwei Bücher ergänzen sich. Ich habe auch ein Buch geschrieben und da ist es dann mehr über Mischkultur direkt, aber auch über Kompost und über Gründüngung. Und die zwei Bücher, wenn man beide hat, dann hat man wirklich ganz umfangreiche Informationen. Und sie sind auch schön mit Zeichnungen und auch mit Bildern, mit Fotografien versehen, sodass das alles sehr anschaulich ist, vor allem, weil wir sie aus der Praxis geschrieben haben und viel eigene Erfahrungen drin stecken. Und die Leute haben immer Freude daran. Und mein Buch ist im OLV Verlag, das kann man über jede Buchhandlung beziehen und das von Jakobus eben nur noch über uns. Und so wünschen wir allen Leuten einen sehr guten, erfolgreichen Gartenbau, Permakultur und Mischkultur. Das passt wunderbar zusammen. Und heute ist ja ein großer Trend, das vegane Leben ist ja sehr modern. Und wir leben schon seit 44 Jahren hier und so, auch vegan. Und wir bauen unser Gemüse alles vegan an. Und das ist sehr praktisch, weil wir auch wenig Land zur Verfügung haben. Das heißt, mit wenig Land kann man ganz einfach und schlicht vegan anbauen. Und es ist ja auch eine Tatsache, wenn man keine Viehwirtschaft hat, dann kann man 8 bis 10 Mal weniger Land bebauen und hat nicht so viel Fläche nötig, als wenn man eben mit Viehwirtschaft das macht. Also es geht ganz gut. Und wir brauchen keinen Mist, wir brauchen das auch gar nicht. Unsere Böden sind sehr fruchtbar und sind immer besser und besser geworden. Wir haben den Hof übernommen, da war vorher Getreidebau. Und da war der Boden natürlich nicht so wie Gartenbau. Da hatten wir viele Schnecken. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir hatten 13 Jahre lang sehr viele Schnecken, weil der Boden eben nicht so wirklich Gemüsebauboden war. Und wir haben dann intensiv gesucht, was der Grund ist. Ich habe schon den Himmel angefleht, muss ich sagen. Und dann habe ich gesehen, dass es nur mit Kompost am besten geht.